Ein Wunder in der Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Maria wird bald ihr Kind bekommen. Der Ochse und der kleine Esel sind noch wach. Durchs Stallfenster sehen sie den Stern. Wie groß er ist und wie hell er leuchtet. Das Eselchen stupst den Ochsen an. Lass uns hinausgehen. Die Nacht ist wunderschön. Draußen bewundern der Ochse und der Esel den Sternenhimmel. Der Ochse meint, so hell war die Nacht noch nie. Der Esel nickt. Ja, ich glaube, heute geschieht ein großes Wunder. Aber was ist das? Da raschelt doch etwas hinter ihnen. Die beiden schauen sich um und sehen den Engel. Der Ochse und das Eselchen freuen sich. Schön, dich wiederzusehen. Der Engel lächelt. Du hast recht, kleiner Esel. Schon bald geschieht hier ein Wunder. Denn das Kind kommt nun zur Welt. Und ihr sollt die Ersten sein, die es sehen dürfen. Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Darauf könnt ihr stolz sein. Die Freunde freuen sich. Und das Eselchen sagt, ohne dich und deine kleinen Helfer hätten wir das nie hinbekommen. Der Engel lächelt und verrät ihnen ein Geheimnis. Das Kind, das gerade im Stall zur Welt kommt, wird Jesus heißen. Es ist der Retter, den Gott den Menschen versprochen hat.